Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Monat August 2019. Ich möchte euch meine Bücherschätze zeigen, die im August bei mir eingezogen sind. Es sind Rezensionsexemplare dabei, es sind Bücher dabei, die ich geschenkt bekommen habe und aber auch, die ich mir selbst gekauft habe. Die sind jetzt nicht sortiert hier auf dem Stapel, der hier vor mir liegt. Ich nehme einfach von oben weg Bücher und zeige euch die und stelle euch diese vor. Ich fange an mit einem Buch, was ich zurzeit lese in der Leserunde mit den lieben Mädels von All You Can Read. Und zwar ist das der zweite Band von Erebos von Ursula Poznanski. Erebos habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen, kurz nachdem es erschienen ist, und ich habe es geliebt. Ich habe es sehr oft verschenkt und sehr, sehr oft empfohlen bei der Arbeit, und es kam meistens sehr, sehr gut an. Und ich habe es vor kurzem gerade nochmal gehört, um so ein bisschen meine, diese ganzen Wissenslücken wieder aufzufüllen, Erinnerungen wieder hervorzurufen, um in dieses Buch halt richtig gut vorbereitet reinzustarten, denn Erebos ist zurück. Erebos ist ein Computerspiel und damals war es schon sehr, sehr gefährlich und jetzt hat es dazugelernt und die ganzen, Technik, Neuerung nutzt es natürlich von vorne bis hinten aus. Es beobachtet dich, es gibt dir Aufgaben, es bestraft dich, es belohnt dich, wenn du es gut machst. Wir treffen hier auf Nick, der schon im ersten Band unser Protagonist war, jetzt aber eben 10 Jahre älter ist, mittlerweile studiert und nicht mehr in der Schule ist. Und er dachte, er hätte das alles hinter sich, und auf einmal taucht auf seinem Handy eine seltsame App auf, die er gar nicht installiert hat, und ihm kommt das Symbol aber sehr, sehr seltsam bekannt vor, und er muss ja feststellen, dass er sich wieder mittendrin in diesem Spiel befindet, und auch wenn er weiß, dass dieses Spiel gefährlich ist, lässt Erebos ihn nicht so schnell wieder los. Wir lernen hier aber auch noch einen zweiten Protagonisten kennen, der noch auf die Schule geht, und zwar ist das Derek, und Derek weiß gar nichts über Erebos und er geht da ganz unvoreingenommen ran, genauso wie Nick damals, und lässt sich erstmal noch sehr, sehr einlullen von diesem coolen Spiel, was auch einfach Spaß bringen kann. Und so haben wir eben diese zwei Sichten auf das Spiel und was das Spiel diesmal will, was diesmal das Ziel ist und mit welchen perfiden Mitteln Erebos hier handelt, das kann man hier lesen. Ich kann nur sagen, es bringt wieder so viel Spaß. Normalerweise bin ich wirklich nicht der Fan davon, wenn wirklich abgeschlossene, abgerundete Bücher nach Jahren eine Fortsetzung bekommen. Aber ich finde, hier macht es tatsächlich Sinn, weil die Technik eben so vorangeschritten ist und deswegen Erebos noch viel mehr kann und es noch viel, viel unheimlicher sein kann und es auch ist. Also ich habe jetzt von den 500 Seiten 300 etwa gelesen und 200 fehlen mir noch, und es bringt einfach unglaublich Spaß. Und dann auch noch diese coole Ausgabe. Ich habe das als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, genauso wie die anderen Mädels aus unserer Leserunde All You Can Read. Da hat sich die liebe Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zahlen drum gekümmert und hat einfach mal eine liebe Mail und eine Anfrage an den Verlag gesandt. Und wir haben die Bücher zugeschickt bekommen, zwar nicht in dieser schicken Sonder-Limited-Edition-Ausgabe, die sieht natürlich noch cooler aus, aber ich finde schon, so sieht es einfach genial aus. Auch der erste Band ist in dieser Edition erschienen und habe ich auch schon überlegt, ob ich mir das noch nachhole. Das überlege ich mir noch, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz tolles Buch und es bringt mir so unglaublich viel Spaß. Wenn wir das nicht in Einheiten einteilen würden, würde ich das, glaube ich, noch viel schneller weglesen. Aber so kann man es immerhin noch viel mehr genießen. Und in einer Leserunde ist man ja auch sehr, sehr akribisch auf Hinweise und auf Andeutungen auf der Suche und markiert sich auch mal Sachen und spricht über Dinge und erkennt vielleicht Sachen nicht, die andere dann aber kennen. Ja, also es bringt wirklich Spaß. Mehr davon werdet ihr in einer Rezension dann sehen. Es wird dann wahrscheinlich die nächste Rezension sein, die ich für euch drehen werde. Und natürlich im Lesemonat, obwohl jetzt im Lesemonat August ich euch auch nicht mehr erzählen kann, was ich jetzt schon erzählt habe. Und ich habe eigentlich schon viel zu viel geredet für ein Neuzugänge-Video. Aber da ich eben noch gerade drin gelesen habe, bin ich irgendwie noch total drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber
ja, ich denke, ist in Ordnung. Ja, jetzt habe ich die zwei Bücher, die ich euch schon in einem Video gezeigt habe, nämlich in dem Bücher-Schnitzeljagd-Video, habe ich jetzt zusammen mit der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland gemacht. Sie hat ja immer dieses Format, dass man sich gegenseitig Aufgaben stellt und dann Bücher shoppen geht und diese, ja, Aufgaben erledigen muss, indem man halt bestimmte Bücher kauft. Und bei mir sind da zwei Bücher eingezogen, und zwar diese beiden. Das ist einmal Lady Africa von Paula McLean. Da war die Aufgabe, eine sommerliche Lektüre zu kaufen, die einen in eine fremde Kultur, in ein anderes Land bringt. Und ja, zusätzlich gab es noch eine Aufgabe, wo ich mich von einer Buchhändlerin beraten lassen sollte. Und das habe ich einfach so ein bisschen verknüpft, ein bisschen mir zurechtgelegt, muss ich auch gestehen. Aber ja, da ist dieses Buch bei rumgekommen. Und da geht es halt auch um eine Frau, die es tatsächlich gab, um eine Tochter eines Lords im afrikanischen Busch. Und sie interessiert sich überhaupt nicht für Frauensachen und Frauenetikette, sondern sie möchte lieber Abenteuer erleben und liebt es, wenn ihr Vater von Pferden berichtet. Also sie hat alles über Pferde gelernt von ihm. Und ja, im britischen Protektorat, dem späteren Kenia der vorigen Jahrhundertwende, ist kein Platz für solch ein ungezähmtes Mädchen. Und dann lernt sie Karen Blixen kennen, die für sie eine Seelenverwandte darstellt. Und der Geliebte von der Karen ist ein Flieger und Großwildjäger. Und in dem entdeckt sie halt auch ein Vorbild. Und dann bekommt sie ihr Abenteuer des Lebens. Ein großes Afrika-Epos und die wahre Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham, die als erste Frau den Atlantik überquerte. Ich erhoffe mir hier teilweise ein Abenteuerroman, eine starke Frau und ja, so ein Schicksal und eben eine fremde Kultur, ja, eine sommerliche Geschichte, weil es eben in Afrika spielt, aber ja, sonst ist das so eine Lektüre, die ich eher selten in meinem, ja, in meiner Komfortzone sich eher nicht so sehr befindet. Aber das hat mich einfach angesprochen. Und diese Bücherschnitzeljagd war ja eben auch dafür da, mal so ein bisschen rechts und links seiner Komfortzone zu gucken und mal ein bisschen in andere Zonen einzudringen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt drauf und freue mich darauf, das zu entdecken. Ja, und das zweite Buch, Enemy von Ian Reid, ist eingezogen, weil die Aufgabe bestand darin, ja, einen neu entdeckten Autor weiterhin zu verfolgen, ein weiteres Werk von ihm zu kaufen bzw. lesen zu wollen. Und Ian Reid hat auch The Ending geschrieben. Das ist ebenfalls ein Psychothriller, der mir in diesem Jahr super gut gefallen hat. Es war einfach mal was ganz anderes im Psychothriller-Genre. Und der hat mich einfach so, ja, überzeugt, dass ich gerne mehr von ihm lesen wollte. Und er hat bisher auch nur zwei Bücher geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Enemy ist eben das zweite. Das hätte mich jetzt von so, wenn ich jetzt nicht den Autor so sehr cool finden würde und das, wenn mich The Ending nicht so sehr überzeugt hätte, vielleicht gar nicht angesprochen. Aber jetzt, weil ich weiß, dass Ian Reid es drauf hat, sehr, sehr besondere Geschichten zu schreiben, möchte ich das doch sehr gerne lesen. Ja, hier geht es um einen Mann, der bei einem Forschungsprojekt mitwirkt, ein Forschungsprogramm, und er soll die nächste Zeit weit, weit weg von seiner Farm verbringen. Sehr weit weg, also sehr isoliert und einsam. Ja, und dann kommt irgendwann ein Auto bzw. ein Besucher, und das ist irgendwie seltsam. Wir bekommen keinen Besuch, nie, nicht hier draußen. Als Junior ein Farmer irgendwo im kanadischen Nirgendwo das Auto mit den seltsam grünen Scheinwerfern auf sein Auto zukommen sieht, weiß er instinktiv, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Er beschließt zu kämpfen und kann nicht ahnen, worauf er sich einlässt. Ich kann mir darunter wirklich nichts vorstellen. Ich denke mal aber, weil hier auch wieder Psychothriller drauf steht, dass es wieder sehr psycho sein wird und auch, dass das Ende wieder etwas Besonderes sein wird. Ich hoffe es jedenfalls. Auch das hat nicht viele Seiten, wie auch The Ending sehr, sehr dünn war. Und ja, bin sehr gespannt. Dann haben wir eine Grusellektüre, worauf ich mich auch sehr freue. Und zwar ein Gruselklassiker von Shirley Jackson, Spuk
im Hill House. Das ist ein Rezensionsexemplar vom Vester Verlag. Ich habe von der Shirley Jackson ja bereits Wir haben schon immer im Schloss gelebt gelesen. Das ist nämlich auch so ein Gruselklassiker, der jetzt wieder neu aufgelegt wurde im Vester Verlag. Und Spuk im Hill House wurde eben auch neu aufgelegt. Und das ist hier das eigentlich so das Cover von der Serie, die ja auch auf Netflix erschienen ist vor einem Jahr oder so. Und die Serie habe ich gesehen und fand die auch echt klasse. Habe aber auch gehört, dass sie wenig, sehr wenig mit dem Buch selbst zu tun haben soll. Ich war aber dennoch sehr, sehr gespannt. Das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, Wir haben schon immer im Schloss gelebt, fand ich von der Sprache her sehr, sehr besonders, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich fand allerdings, dass es sich da um keinen Horrorroman gehandelt hat, auch keinen Gruselroman, weil es da einfach keine übernatürlichen Elemente gab und ich mich da jetzt auch nicht sonderlich gefürchtet habe. Es war dennoch ein bisschen spooky, weil die Protagonisten bzw. die Figuren sehr, sehr seltsam, sehr, sehr verrückt und ein bisschen waren. Aber gerade das hat es ausgemacht. Leider hat mich das Ende nicht überzeugen können. Hier hoffe ich ein bisschen auf mehr Grusel, aber ich weiß, dass Shirley Jackson mehr diesen subtilen Grusel hat und da hoffe ich auch drauf. Hier geht es um eine alte Villa, die als Hill House bekannt ist, und vier Menschen, die diese alte Villa betreten. Sie wollen die übernatürlichen Phänomene untersuchen, die sich angeblich darin ereignen. Die vier werden etwas Böses erleben, das sich ihrer Kontrolle und ihrem Verstand entzieht. Sie können unmöglich wissen, dass sie von dem Haus selbst angelockt wurden und welche böse Pläne es verfolgt. Ja, die Shirley Jackson wird auch Queen of Horror bzw. der Begründerin des Spukhaus-Romans betitelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ihr erster Spukhaus-Roman ist, aber es klingt ja sehr, sehr typisch dafür. Aber wenn sie nun mal so eine der ersten waren, dann bin ich gespannt, wo das Ganze eben herkommt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es nicht nur ja, um diese vier Menschen geht in unserer heutigen Zeit, sondern auch so ein bisschen um die Vergangenheit, dass wir ab und zu mal auch in die Vergangenheit reisen und dort weitere Personen kennenlernen. Ja, ich hoffe, dass mich das ein bisschen mehr packen kann. Also was heißt ein bisschen? Ich fand das andere ja nicht schlecht, aber ich hätte es, glaube ich, noch ein bisschen mehr besser gefunden, wenn doch ein bisschen was Übernatürliches dabei gewesen wäre. Und eben hoffe, dass das Ende mich hier mehr packen kann, als wir haben schon immer im Schloss gelebt. Das nächste ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar und hierbei handelt es sich um ein Krimi. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Krimis. Ich mag eigentlich nicht so gerne diese Ermittlerarbeit, mag lieber diese psychologischen Thriller. Aber das ist wirklich, klingt was nach etwas sehr, sehr Besonderem. Hier wurde mir auch von einer ehemaligen Kollegin aus dem Buchhandel sehr vorgeschwärmt. Und das habe ich mir sofort auf die Wunschliste gesetzt, als sie das gelesen hat, und habe es dann beim Tropenverlag angefragt und habe es dann auch zugeschickt bekommen. Und zwar ist das Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Ja, steht auch drauf, ein Kriminalroman. Und das Ganze spielt auch noch, ich glaube, eher so in der, weiß nicht, ob das in der Vergangenheit spielt oder in so einer herrschaftlichen Villa, die halt eben so ein bisschen vergangenheitlich anmutet. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Hier steht auch drauf: Agatha Christie meets und täglich grüßt das Murmeltier. Denn es gibt hier so einen kleinen, was heißt kleinen, einen großen Einfluss von einem übernatürlichen Phänomen, und zwar nicht einem Geist, sondern es geht um eine Figur, die jeden Tag in einer neuen Figur aufwacht. Ja, fangen wir mal von vorne an. Es gibt hier eben einen Maskenball auf dem Anwesen der Familie Hardcastle. Am Ende des Abends wird Evelyn, die Tochter des Hauses, sterben. Und das nicht nur einmal. Tag für Tag wird sich ihr mysteriöser Tod wiederholen. So lange, bis der Mörder endlich gefasst wird. Denn es gibt unseren Protagonisten, der halt diesen Mord aufklären möchte. Und er wacht eben jeden Tag wieder in einer anderen Figur auf. Und
hat es sehr, sehr schwer, sich zu orientieren und weiß auch immer nicht, wer bin ich, hä, was ist hier wieder los, muss jedes Mal wieder neu damit kämpfen, sich zu orientieren und möchte halt eben den Tod aufklären. Der Tod wiederholt sich jedes Mal, der Tag wiederholt sich, aber er lernt halt immer mehr dazu. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass es hier auch Karten gibt von dem Anwesen, von diesem großen Haus und von dem Garten und so weiter, wo sich wer befindet, wer welches Zimmer wo hat, finde ich super spannend. Es soll ein Krimi sein, den man nicht mal eben so weglesen kann, der schon seinen Anspruch hat, weil man eben da erstmal durchsteigen muss. Finde ich super spannend, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es nicht ganz so einfach wegzulesen ist. Aber es hat eben hier dieses ganz Besondere, diese tolle Idee. Und ja, eben was ganz, ganz Eigenes. Und deswegen kann ich mir hier jetzt auch den Krimi gerne mal zu Gemüte führen, wo ich sonst auch nicht so der Krimi-Fan bin. Obwohl ich so diese klassischen Krimis, so Agatha Christie, schon ganz gerne mal ausprobieren würde. Deswegen gerade auch das Setting dieser Villa. Ich finde eigentlich, dass diese Treppe irgendwie eher so aussieht wie auf so einem Luxusdampfer. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, mal schauen, ob mich das packen kann. Also meine Kollegin war ja sehr begeistert und auch von dem Ende, von der Auflösung. Das spielt natürlich hier auch nochmal eine Rolle, dass das ja die Auflösung einen dann nicht enttäuscht. Ich freue mich da sehr drauf und bin gespannt, ob mich das packen kann. Aber die Idee hat mich auf jeden Fall schon mal sowas von und bin froh, mal wieder was Neues ausprobieren zu können. Die nächsten zwei Bücher gehören zu einer Reihe, die ich jedes Mal im Harz lese. Und zwar machen wir jedes Jahr Urlaub im Harz, meistens Rodelurlaub. Und dort finde ich es immer schön, wenn man so atmosphärische Bücher liest, die am besten auch irgendwie ja, in verschneiten Bergen oder aber auch im Harz selbst spielen. Wir haben uns da mal eine Reihe zugelegt, die Schatten der Hexen heißt, Im Schatten der Hexen. Und Band 1 war für mich ein großes Highlight, ich glaube im Jahr 2017. Der zweite war jetzt für mich so ganz okay. Und ich möchte aber unbedingt weitermachen mit den beiden Büchern. Mein Vater hat sie jetzt durchgelesen und möchte mit mir dringend darüber sprechen. Ich denke, ich werde aber noch warten, bis der nächste Harzurlaub kommt. Ja, das sind Band 3 und 4. Also einmal Im Schatten der Hexen, Hexenjagd, die Ahnenreise. Von, wie hieß sie nochmal? Katrin R. Hotovetz, genau. Und der vierte Band Im Schatten der Hexen, Hexenjagd, der Eibenspiegel. Ja, obwohl man sieht, dass sie irgendwie aus Self-Publisher-Verlagen oder kleinen Verlagen kommt, finde ich irgendwie die Aufmachung trotzdem cool. Also die Zeichnungen haben irgendwas Spannendes. Und im ersten Band hat es mir halt so gefallen, wie die Genre hier miteinander vermischt werden. Wir haben hier einen Krimi-Fall, wir haben hier historische Einschübe, wo es eben um Hexenverfolgung und so weiter geht, Hexenbeschuldigung. Und wir haben hier auch einen großen Touch von fantastischen Elementen. Und ja, das hat mir unglaublich gut gefallen. Der zweite, den fand ich nicht schlecht, fand ich in Teilen wieder sehr, sehr atmosphärisch gruselig, aber da waren mir ein bisschen zu viele Personen drin, ein bisschen zu sehr chaotisch. Ich hoffe, dass es jetzt in diesen beiden wieder besser wird. Also mein Vater hat sehr gut gefallen und wie gesagt, möchte sich jetzt gerne mit mir austauschen. Mal gucken, wann ich dazu komme. Die lassen sich aber sehr gut weglesen, sind sehr groß geschrieben, haben auch Illustrationen und die Autorin recherchiert auch immer sehr, sehr viel, was mir gut gefällt. Und es ist natürlich schön, wenn man so Orte bereisen kann im Harz, die man hier aus diesen Büchern kennt oder eben andersrum. Man kennt sie schon und findet sie hier in diesen Büchern wieder. Es gibt mittlerweile auch einen Wanderführer, wo man halt mehrere dieser Orte ja extra zu dieser Romanreihe bereisen, bewandern kann und sich abstempeln lassen kann, was ich eine ziemlich coole Idee finde und was wir vielleicht gerne mal umsetzen möchten. Ja, muss ich euch noch mehr dazu sagen, um was es geht? Ich denke mal, ich belasse es erstmal dabei, weil ich gerne noch eine Reihenrezension dazu machen möchte. Ich habe euch auch schon öfter von dem ersten Teil erzählt. In mehreren Videos und deswegen lasse ich es einfach dabei. Es ist halt so eine ganz typische Hexen-Mystery-Krimi-Geschichte,
ja, die eben im Harz spielt. Jetzt kommen wir zu zwei Büchern, die ich geschenkt bekommen habe, mit denen ich auch überhaupt nicht gerechnet habe und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Ich hatte nämlich Besuch und anstatt Blumen habe ich Bücher geschenkt bekommen. Ich hatte irgendwann mal erwähnt, ich bin nicht so der Blumenmensch und habe auch gar keine Vase und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, dann schenken wir halt Bücher. War überhaupt gar nicht meine Intention. Ich hatte auch gar kein Geschenk gebraucht, aber ich habe mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut und vor allem auch, weil sich so viel Gedanken darüber gemacht wurde, was sie mir schenken. Und zwar habe ich zum einen, das ist jetzt kein Roman, sondern ein Escape-Spielebuch, Escape Adventures, und zwar in dem Genre Horror von Voodoo-Puppen und Blutopfern. Das kann man alleine spielen, das kann man aber auch zu, ja, zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen, ist ab 16 Jahren und ist mittelschwer. Ja, dieses Buch oder dieses Escape Game kann man auch nur einmal spielen, weil dieses Buch liest man nicht von vorne bis hinten, sondern dieses Buch zerlegt man, zerschnibbelt man, da muss man was zerreißen, da muss man drin rumkritzeln, was mir, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen wird, weil ich finde das schon ganz cool aufgemacht und finde es schade, dass man das nur einmal spielen kann. Aber die Idee an sich finde ich super. Escape Games sind ja im Grunde Spiele, wo man in einem bestimmten Raum, in einem bestimmten Bereich eingesperrt ist und meistens eine Stunde Zeit hat, um anhand von Rätseln und dessen Lösungen dann halt wieder herauszufinden. Und ja, das hat ja in letzter Zeit sehr, sehr geboomt und da sind verschiedene Brettspiele, Gesellschaftsspiele, aber auch eben Bücher herausgekommen. Und das ist eine Reihe davon in diesem Top-Verlag. Und da sind halt verschiedene Geschichten. Mal gucken, was hier so draufsteht. Kein Spiel für schwache Nerven. Entdeckt die finsteren Sümpfe vor den Toren New Orleans und begebt euch in eine Escape Room voller Horror, Nervenkitzel und tödlicher Gefahren. Ein falscher Tritt und ihr zahlt nicht nur mit eurem Leben dafür. Ob allein oder mit Freunden, löst alle Rätsel, bevor eure Zeit abläuft. Findet Mitstreiter, die euch im Spielverlauf helfen können, stoßt auf blutige Buchseiten und denkt um die Ecke. Das Buch wird geknickt, zerschnitten und beklebt, ändert den Lauf der Zeit und bringt das Böse um die Ecke, bevor es euch erwischt. Ja, klingt sehr, sehr atmosphärisch und es finde ich halt cool, dass da auch noch so eine kleine Geschichte mit dabei ist, dass die Atmosphäre da halt eben noch ein bisschen gefördert wird. Ich habe schon so ein kleines bisschen vorne reingelesen, aber noch nicht reingeblättert. Das soll man auch nicht machen, damit man sich nicht irgendwas vorwegnimmt. Was ich aber gesehen habe, was ich super cool finde, ist, dass es eine Playlist gibt für einen Soundtrack, der den Abend denn spielen soll. Bei Spotify kann man sich denn kostenlos eben diesen ja, diese Playlist downloaden und dann laufen lassen. Ich denke mal, ich werde da einen Spieleabend draus machen, weil alleine kann ich es mir halt auch cool vorstellen, aber mit Freunden macht das, glaube ich, noch mal mehr Spaß und man ist dann vielleicht ja noch mehr in dieser Atmosphäre drin und kommt vielleicht auch ein bisschen weiter, weil man einfach mehr Köpfe hat. Ja, ich hoffe, dass wir da bald zukommen und freue mich und ich werde auf jeden Fall die Playlist anmachen und es wird auf jeden Fall dann eher abends stattfinden und nicht am helllichten Tag, damit eben die Atmosphäre schön dabei rumkommt. Könnt mir ja mal gerne erzählen, ob ihr schon mal sowas gespielt habt. Ich habe ja schon mal so ein Escape-Buch vorgestellt, was ich alleine gespielt habe. Es gibt ja aber auch diese Exit-Games, wo ich ja auch noch eins hier liegen habe, auch noch nicht gespielt. Muss dringend mal, man muss sich halt zusammenfinden und einen Termin finden. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich denke mal, jetzt so im Herbst, in dieser dunkleren, useligeren und gemütlichen Zeit, wo man sich's drin halt gemütlich machen kann, passt das ja sehr, sehr gut rein. Ja, berichtet mir gern, wenn ihr schon mal solche Spiele gemacht habt und wie sie euch gefallen haben. Ja, und das zweite Geschenk, nicht, dass sie mir nur ein Buch, das hätte ja auch schon gereicht. Nein, sie musste mir noch ein Geschenk machen und da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, weil das ist ein Buch, was ich schon auf der Wunschliste hatte und was ich schon am Anfang des Jahres bei den Neuerscheinungen entdeckt habe, dachte ich, das ist genau meins, das muss ich unbedingt haben, das werde ich mir sofort holen, wenn es erscheint. Und dann wurde es mir geschenkt und zwar ist das Kill Creek von Scott Thomas. Das Böse will nur spielen. Ja, das ist ein moderner Horrorroman, denn es spielt schon in einer verlassenen Villa und
spielt halt eben so mit diesem typischen Setting, aber es hat eben auch eine neue Spielidee mit reingebracht. Ich lese euch mal vor. Am Ende einer langen Straße, mitten im ländlichen Kansas, liegt einsam und verlassen das Finch-Haus, das berühmteste Spukhaus der USA. Könnte es eine bessere Kulisse geben, um vier erfolgreiche Horrorautoren an Halloween zu einem Interview zusammenzubringen? Doch was als PR-Gag beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum, denn die finsteren Mächte im Finch-Haus dringen nach draußen. Und schon bald gibt es den ersten Todesfall. Ein Meisterwerk des modernen Horrors. Ja, so hört es sich für mich auch an. Es ist halt eben ja, mit so einem modernen Social Media, PR und so weiter, wo halt so ein bisschen Werbung gemacht werden soll für Bücher. Gerade auch wenn dann auch noch Autoren mitspielen, finde ich das natürlich erst recht cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Hoffe, dass mir das gut gefällt, weil es hat natürlich auch so ein paar Seiten. Ich finde auch die Aufmachung ziemlich cool. Dieses Haus vorne drauf und das Böse will nur spielen. Ich bin sehr gespannt, ob es dabei um ja tatsächlich um surreale Elemente sich handelt, um Übernatürliches oder ob da irgendjemand hintersteht, der die Strippen zieht oder beides. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Das wird sicherlich nicht lange hier liegen, vor allem nicht. Und jetzt kommt so ein bisschen das Blöde. Mir wurde das Buch auch als Rezensionsexemplar zugeschickt. Das heißt, ich habe es hier doppelt. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das macht nichts. Das Buch wird seinen Abnehmer finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich werde natürlich das Geschenkte behalten, obwohl die ja eben ja völlig gleich aussehen. Ich werde das trotzdem rezensieren und macht ja alles gar nichts. Aber ich freue mich dennoch darüber, ein Video zu drehen, weil ich mich auf dieses Buch freue und hoffe einfach, dass mich das begeistern kann, damit ich euch eine wirklich interessante und spannende Horror-Rezension hochladen kann. Und ich hoffe, dass ihr euch genauso freut wie ich. Es geht ja jetzt langsam auch auf den Herbst zu und ich glaube einfach, da hat man dann auch einfach viel mehr Bock auf gruselige Lektüre, jedenfalls die Mehrheit. Ich kann natürlich auch im Sommer sehr, sehr gut Gruseliges lesen. Da kenne ich nichts. Aber ich denke mal, so die Mehrheit liest halt gerne Gruseliges, so in Richtung Halloween, Richtung Herbst. So, jetzt fehlt nur noch ein Buch, was ich euch vorstellen möchte. Gucken, ob ich das hier unfallfrei hervorgezogen bekomme. Das ist ein Buch, was ich auch wieder in einer Leserunde lesen möchte, und zwar mit der lieben Kali von Kalis Books und mit der lieben Ruth von Zwischen 1000 Zeilen. Also eben im Grunde so mit der Hälfte meiner Leserunde All You Can Read. Wir haben nämlich den ersten Teil schon zusammen gelesen in unserer Gruppe. Da gab es aber Leute, die es gern nicht so mochten und besonders mochten. Ich stand so ein bisschen auf der Mitte. Ich fand das Buch sehr, sehr besonders. Es hatte unglaublich viele tolle Ideen und tolle Ansätze und es ließ sich auch schön lesen, hatte eine tolle Sprache. Aber ich war mit manchen Entwicklungen nicht ganz so zufrieden. Und ich wollte der Reihe, es ist eben eine vierbändige Reihe, beziehungsweise wird eine vierbändige Reihe, gerne noch eine Chance geben, weil es eben so was Besonderes hat. Es ist eben nicht 0815 und deswegen möchte ich der Reihe noch mal eine Chance geben. Ich spreche von der Spiegelreisenden-Reihe und ich habe mir jetzt eben den zweiten Band als Rezensionsexemplar angefragt, Die Verschwundenen vom Mondscheinpalast. Ich finde dieses Cover auch wunderschön. Es hat irgendwie auch was Besonderes, eben auch nicht 0815. Ich fand auch schon den ersten Teil sehr, sehr schön in diesem hellen Blau. Aber Gelb ist natürlich auch einfach eine tolle Farbe, die eben nicht so häufig vorkommt. Und ja, finde ich schön. Das Ganze kommt ja aus Frankreich, also Christelle Dabo, die Autorin, ist, glaube ich, Französin. Jedenfalls schreibt sie auf Französisch. Und ich habe vorher auch noch nie so viel französischsprachige Fantasy gelesen. Natürlich übersetzt auf Deutsch, aber halt den Ursprung nicht, nachher nicht. Hier geht es um eine Welt, die Richtung High Fantasy gehen könnte, aber auch so ein bisschen Steampunk-Elemente mit drin hat, was total spannend ist. Auch so ein bisschen Dystopie-ähnlich sein könnte. Das weiß man noch nicht. Es gibt so ein paar Hinweise, die es aber andeuten. Die Welt ist nämlich in mehrere Teile zersprungen und schwebt aber immer noch wie so eine Galaxie halt so um den Erdkern herum. Und diese verschiedenen Teile der Erde nennen sich Archen.
Und wir lernen hier Ophelia kennen, beziehungsweise im ersten Teil. Und ja, sie ist eine eher in sich gekehrte, eher seltsame Figur. Sie liebt es, in dem Museum zu arbeiten. Ist halt eine spezielle Persönlichkeit. Sie hat aber auch spezielle Fähigkeiten. Sie kann durch Spiegel reisen und sie kann Dinge lesen. Das heißt, wenn sie Gegenstände mit der bloßen Hand anfasst, dann ja, bekommt sie diese Geschichte des Gegenstands als Visionen mit. Und das ist natürlich was sehr, sehr Besonderes, selbst auf einer Arche, wo halt viele ja, Fähigkeiten haben, aber diese Fähigkeit ist besonders angesehen. Sie soll dann verheiratet werden mit einem Mann auf einer anderen Arche. Sie weiß aber nicht genau, warum und warum gerade jetzt. Und es wird ihr auch nie, also es erzählt ihr auch nie jemand etwas. Und dieser Typ ist auch noch ein ziemlicher Rüpel, was sich jetzt anhört wie so eine typische, ja, Young Adult Romantasy-Geschichte ist es nicht. Also hier geht es nicht um diese Liebesgeschichte, die dann auf einmal aufploppt. Nein, es geht hier um eigentlich hauptsächlich um diese Welt, um Intrigen, um Geheimnisse, um Versteckspielen und ja, viele, viele tolle Settings und Ideen. Ja, wie gesagt, war ich vom ersten Teil, vom Verlauf der Geschichte dann ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise ich wollte lieber etwas anderes erfahren, sagen wir so, und hoffe einfach, dass wir jetzt im zweiten Band nochmal eine andere Facette nahegelegt bekommen, dass mir das Ganze vielleicht noch mehr, noch besser gefällt und ich denn diese Reihe weiterverfolgen werde. Also das wird sich jetzt nach dem zweiten Teil, glaube ich, herausstellen, ob ich denn weitermache mit der Reihe oder eben nicht. Aber ich wollte so eine besondere Idee und eine so tolle Sprache ja, nicht einfach so fallen lassen. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, eben weiterzulesen mit der Reihe. Und ich glaube, das war eine gute Idee, weil ich freue mich wirklich auf dieses Buch und ich freue mich auch wirklich, meine Leseeindrücke mit den beiden Mädels zu teilen. So, das war's von meinen Neuzugängen. Das waren, glaube ich, 10 Bücher an der Zahl. War relativ viel für mich im Monat. Aber ich freue mich über sie alle und bin ganz, ganz glücklich und freue mich, sie zu lesen. Ja, und jetzt ich schwitze schon wieder so. Es tut mir leid, wenn ihr das irgendwie sehen könnt, aber es ist einfach warm. Und wenn man dann vor der Kamera steht und agiert, wird es irgendwie nicht besser. Ja, ich werde mich jetzt wieder, ja, wahrscheinlich erstmal zum Schneiden begeben, damit ihr das Video relativ schnell hochgeladen bekommt. Und dann werde ich meinen Sonntag noch genießen mit YouTube, mit Lesen und ja, ein bisschen Haushalt muss auch sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch eine wunderschöne, lesereiche Zeit und wenn ihr das heute seht, dann einen schönen Sonntag noch und einen schönen Start in die neue Woche. Ja, bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.